So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. Ich bin jetzt mal gerade gespannt wie ein Flitzebogen. Immer noch nicht. Allerdings sollten jetzt... Ah, die Dinger wachsen, okay. Das ist schon mal ganz gut. Mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar folgende. Nein, hier nicht. Zack. Da noch nicht. Da noch nicht. Da noch nicht. Sekunde. Ich habe hier nichts dergleichen. Also ihr versteht jetzt natürlich überhaupt nicht, was ich vorhabe und was ich will und was mir gerade so in dem Kopf rumgeistert. Ich werde jetzt einfach mal Folgendes machen. Klick. Klick. Und man sieht hier A und Klick und B. So. Das hier sind andere Fenster im Prinzip, die vielleicht ein bisschen besser aussehen als die Fenster hier. Das probieren wir gerade mal. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4. Warte mal. 3, 4, sind wir bei 5. Zack, 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 zack. Ah, und da unten sehen wir schon wieder Ratten. Ich habe nämlich Mobs aktiviert. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das nur die Mobs sind, die quasi für die Ratten funktionieren. Oder ob da jetzt auch mehr Mobs drin vorkommen, die dann nämlich auch 16. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das gibt 16. 16. Naja, okay. Wenn die das so sagen, von mir aus. Also ich will mich da jetzt nicht beschweren. Klack. Klack. Ah, das war natürlich dämlich jetzt. Das Tolle ist, ich krieg den Spaß aber wieder. So, zack und zack. Und dann haben wir hier einfach schon mal... Ah, und Schafe, wunderbar. Das heißt, wir müssten allerdings jetzt auch Monster haben. So. Und zack. Genau, und dann haben wir hier im Prinzip quasi ein paar hübsche Fenster. Das Ding, die Paints schließen sich natürlich immer an irgendwelche vorgegebenen Dinge an. Das heißt, ich muss hier... dich muss ich jetzt mal wegmachen. Nochmal. Und dich muss ich auch noch wegmachen. Und dann kann ich quasi hier sagen... Fluff und Fluff. Und dann passt es. So, das bietet mir jetzt natürlich die Möglichkeit, quasi viel mehr Ausbeute aus den Fenstern zu machen. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wieso werden das denn nicht mehr? Aber es werden natürlich nicht mehr, weil ich natürlich nicht bei den Fenstern bin. So. Und deswegen reißen wir den ganzen Spaß nochmal ab. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Türen im Keller nicht einfach auch noch in Paints umwandle. Also Glasplatten. Quasi im Endeffekt. Halte ich für ein bisschen sinnvoller als quasi diese Fenster hier. Und was mir auch noch aufgefallen ist,
Dann ist vielleicht mal so die mal weg. Und zack, 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 zack. So. Da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Hier will ich dich, nein, da will ich dich mal hinhaben. Türen gehen nach innen auf. Zack. So. Und wieder zu. Kannst dich jetzt einfach wegmachen. Verschwindet dann die Tür. Offenbar nicht. So, und da ist jetzt die Frage, was passiert, wenn ich jetzt sowas mache? Da passiert im Endeffekt gar nichts. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich von außen nach innen? Nein, kann ich auch nicht. Das sieht jetzt natürlich scheiße aus, ist schon klar. Und da unten haben wir schon gleich mal ein Sandmonster. Plus, wir haben natürlich auch das Hungerdingens. So, zack, zack. Also diese Glasspanes, die machen halt quasi hier dann super Sinn. Hier nicht so. Aber quasi hier und da und dort und überhaupt. Das heißt, ich werde jetzt natürlich erstmal auf den Ecken überall das Holz platzieren. So, zack, zack. Da müssen wir natürlich drüber diskutieren, ob wir das so haben wollen. So, zack, zack. So wollen wir das ja auf jeden Fall haben. Zack, zack. Und, na komm, hüpf. Zack. Zack. Und wie gesagt, da müssen wir drüber diskutieren. Da können wir, ja, ich glaube, in dem Türenbereich, da müssen wir eben wirklich sagen, dass wir dort ich bin gerade noch nicht so ganz wirklich da, dass wir dort im Prinzip sagen, im Türenbereich, so, da unten sind Schafe. Da hinten leuchtet es lustig vor sich hin. Ich finde es schön, wie die Sachen so sukzessive alle nacheinander langsam Gestalt annehmen. So, und ich war der Meinung eigentlich da unten, ich hätte eine Ratte gebrutzelt. Und die in meine Truhe gepackt. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit nochmal. So, ich mache dich jetzt nochmal weg. Einfach damit ich einen Dreier machen kann. Zack, zack. Gehen wir hier rüber und zack. So. Zack. 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 Oh, es wird langsam Nacht. Das heißt, ich sollte hier überall Fackeln aufstellen. Weil wir sonst natürlich in die Bredouille kommen. Ich meine, wir werden jetzt uns erstmal anschauen, wie das so läuft. Tak, 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 tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak. So, ich will jetzt erstmal noch nicht alle verbrutzeln, sondern nur ein paar. So, und wir werden jetzt mal anschauen, wie das hier in der Nacht läuft. Die Sandmonster sind ja aber auch böse Monster, die quasi auch tagsüber existieren. Ich kann mir halt nur eben vorstellen, dass es jetzt auch einige Monster geben wird, die eben nur nachts existieren. Zack und zack. Zack, zack.
Zack. Zack. Zack. Zack. Zack. Zack. Das wollte ich nicht. Bei den Glastüren habe ich übrigens gelesen, die kriegt man nicht wieder. Wenn man sie wegmacht, sind sie weg. So. Ich habe damit jetzt hier irgendwie implizit beschlossen, dass wir hier quasi so ein Wohneck haben werden. Keinen weiteren Balkon, sonst wird es ein bisschen affig langsam. Zack. Tum. 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 Und tum. Tum. Ich kann also doch wieder durch mich durchbauen. Zack. 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 Habe ich es wieder geschafft? Ja, habe ich. Du kommst wieder weg. Zack. Zack. Wunderbar. Zack, zack, zack. Und 1, 2 und 3. So, dann haben wir da wieder ein paar Dinge, die wir erst noch erzeugen müssen. Fluff, fluff. Zack. Und ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall, das heißt jetzt auf jeden Fall, in absehbarer Zeit auf jeden Fall viel Glas sammeln müssen, weil wir quasi diesen Spaß hier dann ja auch realisieren wollen. So, du kommst wieder weg und du kommst wieder weg. Ich denke, da mache ich dann eine richtige Glasding hin. Na, Blödsinn. Na, Blödsinn. Da, da, da und da. Ja, ich weiß, ich beschwere mich permanent über meine Maus, tue aber nichts dagegen, da brauche ich mich nicht wundern. So. So. Dann haben wir hier auch eine hübsche kleine Glastür. Ich denke, das werde ich ein Stockwerk weiter unten genauso machen. Das sieht einfach besser aus als da Holz und dann Glastür drin. So. Hier kann ich natürlich dann auch schon sagen, fluff, fluff und fluff. Perfekt. Hier kommt dann natürlich noch zack, zack, zack. Und dann haben wir hier quasi auch Glas, dass wir da einfach rüberziehen können. Wobei ich den Spaß dann sogar gar nicht mal brauche. Wobei ich ihn schon ganz gerne machen würde. Das heißt aber, eigentlich könnten wir hier ebenso Glasdinger machen. So. Das ist natürlich noch ein bisschen die Frage, ob wir das so machen. Hier haben wir ja dann einen Balkon. Da haben wir. Okay. Ein Geländer. Die Nacht ist gerade recht ruhig. Okay. So. Was ich jetzt natürlich auch machen muss, ist, ich muss jetzt mal essen. Und ich sollte aufhören, dauernd in meinem Inventar I zu drücken. Oh. Da ist die Tür offen. Das will ich ja nicht, sonst kommen die Monster noch rein. So, die Tür machen wir auch zu. Bam. Dann müssen wir die Tür auch noch zumachen. Und dann schauen wir mal, was wir in der Küche noch so haben. Da haben wir noch Äpfel, das ist schon mal sehr gut. Warte mal, nein, 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 nein. Unknown Item. Ich bin eigentlich fast versucht, es zu nehmen, aber ich fürchte, wenn ich es nehme, dann gibt es Randale. Und deswegen mache ich das jetzt nicht. Wir gehen hier mal in den Keller. Vielleicht ist. Nein, hier ist auch kein Monster. Das ist schön. Hier ist hell genug gewesen. Hier haben wir Glas. Ah, ich wollte Inventar und dann im Rucksack schauen. Genau. Bag 1. Da habe ich aber auch nichts mehr. Okay. Dann gehen wir wieder ins normale Inventar.
und schnappen uns dann doch so ein paar Äpfel. So, das sollte jetzt erstmal reichen für den Anfang. Die vertauschen wir vielleicht, damit wir das Essen quasi immer da hinten haben. Und dann fangen wir mal an, ein bisschen zu knuspern, damit wir nicht verhungern. So. Sehr schön. Und gehen wir mal wieder hoch und machen quasi im Prinzip weiter mit unserer süßen kleinen Bastelei hier. Ja, wobei das dann eigentlich im Prinzip schon wieder zu ist. So. Da haben wir da, da haben wir da. Ja, da weiß ich noch gar nicht, wie ich das jetzt genau machen werde. Deswegen lasse ich das hier erstmal. Zumal die Dinger hier eh nichts bringen. Ich bin hier gerade am Überlegen. Lass mich mal was ausprobieren. Zack. 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 Na, zack. Ja, das sieht irgendwie alles blödsinnig aus. Zack. Nee, also das ist gar nichts. So, also für Fenster sind die super, für Böden ist wahrscheinlich der Spaß da hinten besser.